Wir hatten einen Weg mit sehr vielen verschiedenen Witterungsbedingungen. Wir hatten Regen, wir hatten Schnee, wir hatten viele verschiedene Varianten von glatter Fahrbahn. Unter all diesen Umständen haben wir natürlich auch Dinge wie Laden an öffentlicher Ladeinfrastruktur untersucht. Wir können mit dem Stand zufrieden sein, trotz der frühen Phase dieses Fahrzeugs. Ah, super Etappe durch Dänemark, Öresundbrücke, 1400 Kilometer entspanntes Reisen. Enjoy the silence mit dem E-Auto. Es macht Spaß, so kann es weitergehen. Es lohnt sich einfach, die lange Fahrt. Genau diese unterschiedlichen Sachen, die man auf der Anfahrt hat, jeder Tag was anderes, war schon gut, muss ich sagen. Jetzt geht es darum, die Ergebnisse zu dokumentieren und für uns vier hier dann auch die Ergebnisse ins Projekt einzusteuern, damit die Weiterentwicklung bis zur Serienreife dann funktioniert.